Die Zufahrt zur Landeshauptstadt Schwerin aus Richtung Rabensteinfeld ist jetzt komplett vierspurig ausgebaut. Vorerst gilt aber dort außerorts noch Tempo 50. Hinzu kommt, dass die Lomonosso-Straße jetzt wieder befahrbar ist. Dadurch entfällt die geplante Umleitung zum Müßerholz über die Plater Straße. Die neuen Lichtsignalanlagen an den beiden Kreuzungen wurden in Betrieb genommen. Alle notwendigen Verkehrszeichen stehen an Ort und Stelle. Doch ganz zu Ende sind die Arbeiten noch nicht. Für Mai sind bereits Ausbesserungsarbeiten an den Schallschutzwänden geplant.